Ja, willkommen zum heutigen Blog hier im Freien. Es geht um Klettertechnik, es geht um Materialkunde, es geht um Verbindungsringe, es geht um weitere Seile, Kletterseile, Statikseile in Bezug aufs Bushcrafting, aufs Geocaching, T5 eventuell. Und zunehmend auf eine Videoreihe von Expedition Leben war das, genau. Und ich bisher noch im Internet noch überhaupt gar keine, ja, muss sagen, Stellungnahmen gefunden haben, Hilfestellungen zu dem, was man so machen kann. Ich bin spontan mal in die Pampa gefahren. Hinter mir sind noch ein paar Kids. Und wir starten mit der Materialkunde. Einige kennen vielleicht, würden sagen, das ist ein Seil. Okay, sieht's so aus. Das Weiße ist der Kern. Hier das Bunte ist der sogenannte Mantel. Was Ähnliches habe ich hier auf der linken Seite liegen. Da habe ich den Anfang hingetan. Da habe ich ihn hingetan. Auch ein Seil. Blau-weiß gestrichelt. Auch ein Kern, der weiß ist. Muss die Sonne natürlich noch rauskommen. Und der Mantel ist schwarz. Unterschiede sind, wenn man sie nicht die Produktdatenblätter hat und die dicken jetzt kennt, beides 10-10,5 mm Seile. Das ist ein Statikseil für Höhenarbeit, geringe Dehnung in der statischen Belastung, nicht geeignet zum Reinfallen. Also zum Klettern an sich, wo man auch stürzen darf. Der Unterschied ist hier ein dynamisches Kletterseil, ein Seil, was wir zum Sichern in der Halle oder am Fels verwenden, in dem Fall speziellen Hallenseil mit sehr, sehr dickem Mantel. Sieht man den ganzen von außen nicht an, außer dass sich das hier, vielleicht sieht man so ein bisschen, ein Drittel dehnt, wenn man reinfällt. Jetzt nicht mit einer Handkraft natürlich, sondern nur, wenn man mit einem Körpergewicht, sagen wir mal ganz rund 100 Kilo, auch wenn die Frauen vielleicht eine 50 wiegen, kann sich das bis zum Drittel dehnen und somit wie ein Gummiband sich verhalten und die Energie, die Fallenergie auffangen. Bei einem Statikseil ist eine statische Dehnung da, aber von 4% vielleicht, aber nicht geeignet zum Reinfallen aus größeren Höhen. Also da kann man mal reinrutschen, wie ich so sage, mal 10 cm in Seil setzen, dann dehnt sich es etwas. Auf der anderen Seite, was in der Prepper- oder in der Bushcraft-Szene als Paracord bezeichnet wird, ist auch wieder so ein Kunststoffseil, Polyamid, aber in meinem Fall ein benanntes Prusik-Knotenseil, ein Prusik-Rebschnur, die ich zum Klemmen verwende. Was das ist, das kann ich vielleicht noch mal zeigen. Das hat 6 mm, ist sehr gut knotbar. Das sieht man hier an diesem, wenn man es zusammengeknotet, an dem Umfang des Kreises und dem resultierenden Auge. Dumm nur, dass die Sonne rauskommt, jetzt kann man sehen. Und es lässt sich also daran sehr, sehr gut mit Knoten knoten. Auf der anderen Seite haben wir eine spezifizierte Bruchlast im Statikbetrieb um einem Strang von 10 kN. Richtwert und das Umrechnen in, von der Kraft zu einer Gewichtskraft sind Faktor 100. Eigentlich 104, aber mit 100 mal genommen haben wir dann eine Tonne. Auf der anderen Seite habe ich mir mal als Klemmknotenseil hier noch ein anderes besorgt. Damals hat einen anderen Durchmesser, ist auch sehr, sehr weich, lässt sich super knoten und verzahnt sich dann, hier kann man es vielleicht sehen, verzahnt sich auch sehr gut mit anderen Seilen. Das hat halt 8 mm. In dem Kletterbereich verwendet man ein 6er oder 5er, je nach Eigengewicht, um damit Aufstieghilfen zu basteln. Was nicht schaden kann, wenn man es hat, deswegen habe ich es so eingepackt, sind Ringe. Denn Seile soll man nicht auf Seilen oder mit Seilen direkt oder Bandschlingen verbinden. Dazu kommen wir gleich. Kunststoff, das ist das Seil, Polyamid. Metall, Kunststoff auf der anderen Seite.
Hier entsteht dann keine mechanische Belastung durch den Druck des Seils, den es halt ausübt auf seine Kontaktstelle. Ja. Wenn zwei Kunststoffseile, oder in dem Fall Rebschnüre, aufeinander liegen würden, würden die durch den Zug und damit Druck der Seilenden aufeinander halt verschmelzen können, sagt man. Gut, was gibt es sonst noch? Ja, was wir noch haben, sind natürlich Hilfsmittel, Verbindungshilfsmittel, Bahnschlingen. Auf der einen Seite Folie mit, auf der rechten Seite Dyneema, das ist ein anderes Material. Bahnschlingen sind wichtig, um zum Beispiel Rohre, Bäume oder sonstiges zu umschlingen. Um dann halt hier mit Karabinern weiterarbeiten zu können. Aber zu dem Polyamid-Bandschlingen, auf der Seite sehen wir sie. Die haben wir zum einen Klettersteuerbord, die haben wir in der Höhenarbeit, um Dinge mit Strukturen zu verbinden, um Seile einzuhängen, um sich selbst zu sichern. Das sind alles statische Verbindungsmittel, die zertifiziert sind, EN-Normen haben, CE-Norm besitzen. Das zeigt nur, dass sie geprüft sind, und CE sagt aus, wo sie dann geprüft sind, welche Nummer nachweisen soll. EN dann unter welcher Norm, europäischen Norm, das Ganze stattgefunden hat. Alle Bandschlingen müssen mindestens 20 kN aushalten. In dem Fall haben die 22 alle. CE 0123. UEAA ist eine erweiterte Norm. Und dann auch die maximale Belastung. Diese drei Striche sagen halt 5 kN. Aus und da haben wir 15 kN mal 2, weil man sie ja doppelt verwendet. Die Bandschlingen sind 30, also liegen wir im Bereich. Die Bandschlingen gibt es in verschiedenen Längen. Und Breiten, die blaue hat 120, die rote hat 60 und das Ganze ist 16 mm breit. Will man Gewicht sparen, will man legst du mal so hin. Will man damit auch Knoten machen, sind auch andere Breiten notwendig. Hier ist das Material Dyneema, dieses viel, viel glatter. Hier gibt es auch in verschiedenen Längen, das habe ich hier. 180er und 120er, war von 2010. Nun gut, wie gesagt, ausgemustert, man muss halt wissen, wie alt das ist, deswegen schreibe ich das dann auf diese Laschen, nicht auf das Material an sich, weil man sagt, das wird beeinflusst. Gut. Weiter geht's mit Verbindungselementen, Karabinern. Das ist ein D-Karabiner, so heißt er, mit dem Schraubverschluss. Damit ist er gesichert und geschlossen. Das ist ein weiterer D-Karabiner, den ich habe, von Petzl oder Mercedes, Edelmarke. Das ist ein Trilock, schieben, drehen, drücken. Metall, der automatisch verriegelt. Wichtig ist, dass der Schnapper hier oben, dass der Schnapper verschlossen ist. Ja, und Ringe. An den Ringen kann man alle Seiten, weil es ja rund ist, Seile oder Bandschlingen oder was auch immer einhängen, um Strukturen zu verbinden. Bei Karabinern ist das ein bisschen anders, immer in Längsrichtung. Da, wo meine beiden Finger sind und ziehen, das ist die Belastungsrichtung. Quer, nein, quer will man nicht. Das ist quer. Gilt natürlich auch für die. Und die jetzt einen Karabiner kennen, der hier offen ist, dann sind sie Schnapper. Für den Vorstieg, den verwenden wir nicht immer Schraubkarabiner, dass das geschlossen ist, dass die Bruchlast auch erreicht wird. Also, will man Sachen verbinden, braucht man Verbindungsmittel. Längsrichtung, immer nur Karabiner. In Ringen alle Richtungen, zum Beispiel eine Wandschlinge, wenn wir verbinden mit oder mit dem Seil, rechts soll das Seil darstellen. Dann immer mit Metallteil dazwischen, also Kunststoff, Metall, Kunststoff. Dann gibt es keinen Fraß, keine Druckbelastung auf die Kunststoffteile. Polyamid ist das ja, in dem Fall zweimal. Dyneema waren das die anderen. Und man kann jetzt hier in alle Richtungen Karabiner einhängen. Auch nach oben natürlich.
und das Ganze auch belasten. Die Ringe haben in der Kletter- oder Höhenarbeit jetzt nur Bruchlastangaben, aber keine Angaben, die uns mitteilen, dass sie in irgendeiner EN-europäischen Norm unterliegen. Das ist leider so. Man kann den Sachen nur so vertrauen, wie sie sind. Warum hat man zwei Durchmesser? Es gibt so Techniken, Aufstiegstechniken, SKT-Techniken an Bäumen. Da braucht man zwei Durchmesser, um hier ein Seil durchzufädeln, da und da. Wie war das mit dem reingeschaut?